Zwei Gesetzentwürfe der Landesregierung sind im Oktober vom Landtag mehrheitlich genehmigt worden. Einer zur nachträglichen Legitimierung von kleineren Verbindlichkeiten außer Etat und einer mit Änderungen am Haushaltsvoranschlag 2021, wodurch nicht genutzte Mittel auf andere Kapitel umgebucht werden, so zum Beispiel 48 Millionen Euro für Covid-Hilfen. Während der erste ohne Debatte genehmigt wurde, entfachte sich beim zweiten eine heftige Diskussion über einen von den Schullandesräten Achammer, Alfreider und Vettorato eingebrachten Zusatzartikel zur Regelung des Elternunterrichts, welcher derzeit von 500 Familien in Anspruch genommen wird. Es wird nun dafür ein Beratungsgespräch mit der Schule notwendig. Es muss angegeben werden, wer den Unterricht erteilt und wie die Lernziele erreicht werden, und es sind im Lauf des Schuljahres Kontrollen möglich. Man muss sich aber nicht mehr für ein ganzes Schuljahr verpflichten, man kann auch vorher zurück an die Schule. Enzian und Südtiroler Freiheit haben sich kritisch geäußert und die freie Entscheidung der Eltern hervorgehoben. Auch zwei Anträge der SVP zur Berücksichtigung des Handwerks im Leitfaden für das Gemeindeentwicklungsprogramm und zur Überprüfung der Möglichkeit, ob das Konzept des Community Nursings, das heißt ältere Menschen durch ausgebildete Pflegekräfte an ihrem Wohnort professionell zu unterstützen, pflegen und begleiten, auch für Südtirol nutzbar wäre, wurden angenommen. Wie inzwischen üblich hat die Landesregierung zum Beginn der Plenarsitzung über die Entwicklung der Pandemie berichtet, angekündigt, dass ab 15. Oktober der Green Pass für jeden Arbeitsplatz verpflichtend ist und nochmal alle aufgefordert, sich zu impfen, denn so wurde berichtet, die Lage sei ernst und man könne nicht Tests für alle garantieren. Es folgte auf Antrag der Fraktion der Grünen und anderer Oppositionsparteien eine aktuelle Debatte zum jüngsten Bericht des Weltklimarates. Für die Antragsteller verschiebt der neue Landesklimaplan einfach die Ziele des alten, die in Sachen CO2-Reduktion und nachhaltiger Energiegewinnung für 2020 vorgesehen waren, auf das Jahr 2030. Die Landesregierung verwies darauf, dass schon viel erreicht worden sei und dass der Klimaplan ein flexibles Instrument sei, welches in Absprache mit allen Beteiligten noch ergänzt werde. Es gehe dabei auch darum, soziale Spannungen zu vermeiden. Alle Anträge der Opposition wurden abgelehnt. Sie betrafen den Ausbau des Ladestationennetzes für E-Fahrzeuge, das Luftmessdatenmonitoring, die Vereinfachung der Ausschreibungen für öffentliche Bauaufträge, Präventionsstrategien für Pandemien, die Videoüberwachung an den Bobi-Gebäuden, eine Überall-S-Bahn, den Schutz der Kleindenkmäler und die Online-Unterschriftensammlungen.